Und da wären wir wieder in der dunklen, verlassenen Mine. Scheinbar verlassenen Mine. Was ist? Die Tür ist verschlossen. Sieht so aus, als ob etwas im Schlüsselloch steckt. Kann man... Ich kenne so einen Trick. Jetzt nicht aus diesem Spiel, aber... Dass man so ein Papier nimmt. Wenn ich aus dem Inventar kommen würde. Ah, so war's. Kann ich den nicht irgendwie hier drauf verwenden? Kann ich die Zeitung da drauf verwenden? Welche Nummer hat die Zeitung? 8. Und wenn man jetzt mit Kraft dagegen schlägt, könnte... Das ist ein Spalt unter der Tür, aber dahinter ist das Stockfenster. Also ich würde sagen, so könnte ich da irgendwie an was rankommen. Das fiel mir nämlich ein, weil ich habe mir nochmal den Part angeguckt und dann war ich glaube ich an der Tür. Oder mir ist die Tür zumindest aufgefallen und dann dachte ich, da könnte was sein. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Ich habe schon wieder ein paar Tage her. Aber... Wie komme ich jetzt... an den Schlüssel? Schraubendreher vielleicht. Ah, das könnte... Ha! Schon haben wir den Schlüssel. Gut, speichern wir mal. Wer weiß, was dahinter ist. Aber das war eine gute Idee. So. Achso, die macht man nach hier auf. Oh Gott. Was haben wir hier? Nichts. Außer zersprungenes Glas. Maden? Ein künstlich angelegter Lebensraum für diese Viecher. Scheint schon ziemlich lange tot zu sein. Ich kann gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Wenn da Grabto endlich mal bei diesem Party angeln. Bei deiner Suche nach jenen mäuseartigen, auf der Zunge zergehenden Happen, solltest du gewisse Orte wegen der Todesgefahr meiden. Auch der Sensenmann weilt hier. Und genau wie du und ich muss er jene zu sich nehmen, die weniger glücklich sind als er. Es gibt einen kleinen Ort, den du nicht besuchen solltest, nicht einmal in deinen Ferien, denn es ist ein dunkler, übler Ort, an dem ich gewesen bin, als die Finsternis meinen verfallenden Verstand überwältigte. Einige Bösartigkeiten strömten aus meinem Bewusstsein hervor und durch meine Feder, wobei die leuchtend blaue Tinte sich in Blut zu verwandeln schien. Übrigens, solltest du Hunger verspüren, Ratte in Motoröl gebraten, schmeckt vorzüglich. Der ist krank. Was haben wir denn da? Wie viel ist das? Ah, gut, können wir mal lesen. Kopenhagen, Post, Freitag, 25. Dezember 1970. Fordert die Todesmine immer noch? Die leben Unschuldiger? Ein seit längerer Zeit als vermisst geltender Arbeiter der nordwestlich gelegenen Eismine in Grönland wurde letzte Nacht für vermutlich tot erklärt. Die Behörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Bergbau bildet zurzeit den größten Teil der grönländischen Industrie. Mit ihren 16 Jahren zählt die nordwestliche Eisenmine zu den jüngeren Anlagen des großen Untergrundkomplexes. Der zusätzlich noch eine Bleiaufbereitungsanlage beinhaltet und um das Jahr 1952 zu einem Militärbunker umfunktioniert wurde.
Die Eisenmine verzeichnet seit ihrem Inbetriebnahme hohe Gewinne, trotz des kürzlich Verschwindens des jungen, namentlich nicht genannten Arbeiters. Wir fanden heraus, dass der besagte junge Hilfsarbeiter aus Europa möglicherweise aus Dänemark stammen könnte. Die Behörden versuchen derzeit Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen. Der Mann verschwand vor 10 Tagen und der Vorarbeiter der Mine hat nun von seinem Recht Gebrauch gemacht, ihn offiziell für vermutlich tot zu erklären. Dieser Schritt wurde im Vorfeld gründlich überlegt. Eine Such- und Rettungsteam durchkämpfte sämtliche Minenschächte, fand jedoch keine Spur des Arbeiters. Selbst auf der Oberfläche hätte für ihn ohne Fortbewegungsmittel, Ausrüstung und Verpflegung keine Überlebenschance bestanden. Auch wenn sich der Aberglaube in Grönland seit einigen Jahren auf dem Rückweg befindet, so glauben immer noch einige der Bewohner, dass die Region um die Mine verflucht sein soll. Vor knapp 40 Jahren wurde in dieser Zeitung bereits ein Bericht veröffentlicht, der sich mit der damals hohen Selbstmordrate in dieser Region auseinandersetzt. Zusammenhänge zwischen ihnen und der esoterischen Einstellung der Behörden konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Speichern. Nee, was ich sagen wollte, wenn da Krabbt oder das irgendwann mal hier guckt. Ich meine, dass er mit ziemlicher Sicherheit mir mal oder irgendwie mal ein Video von diesem Raum hier gezeigt hat. Und ich weiß nicht, aber ich habe das auch gesehen. Ja. Oh Gott. Das macht mir Angst. Steht da irgendwo die Nummer oder so? Ich hab Angst. Ganz große sogar. Etwas verdammt Großes hat die Wand hier vor kurzem durchbrochen. Überall ist Blut und Schleim. Muss ich da rein? Zum Glück nicht. Es gibt nur einige wenige Kreaturen auf der Erde, die sowohl grünes Blut in sich tragen. Die so viel grünes Blut in sich tragen. Aber ich schätze das Glattexen hier unten eher eine Seltenheit darstellen. Oder Glattexen? Glattexen, auch Glattexen. Alter, ich sollte lesen lernen. Also da komme ich nicht weiter. Was ist das? Schnecken und was für Riesenviecher. Kid. Hier ist lauter gekritzt, dass jemand mit ultravioletter Tinte an die Wand geschrieben hat. Definitiv das Werk eines Krankenhörens. Die Zettel. Aha, mit Hilfe des UV-Lichts wird auf dem leeren Blatt Papier eine Nachricht sichtbar. Darauf steht geschrieben Passwort 1371. Alter, aber das Anmachen dieses Lichts, Alter, das war echt schon Schock. Und obwohl ich das kannte, fand ich das grausam. Weil Raptor hat mir hundertprozentig ein Video von dem Dings gezeigt. Oder das irgendwo gepostet, dass ich das auch gesehen habe. Ich dachte so, gruseligster Moment in Penumbra. Puh, peinlich. Warum erschreckt er sich so? Und jetzt kann ich es nachvollziehen. Nochmal speichern. Jetzt kann ich es absolut nachvollziehen. Jetzt muss ich den Weg zu diesem Raum finden, wo man das Passwort eingeben muss. Also die Soundeffekte von diesem Raum gerade eben waren schon hart. Oh oh. Ich hab Angst. Und nicht nur ein bisschen. Ich brauche eine Karte.
Da ist wieder ein Hund irgendwo. Ich gehe einfach mal rechts weiter. Ah, nee, da geht's nicht rechts weiter. Aha. Und wo bist du? Ich hoffe, weit genug weg von mir. Wo bin ich hier? Die Tür wurde zugeschweißt und wird sich nie wieder öffnen lassen. Also. Oh, Dead End. Leute, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, guckt auf 1080p. Es ist zwar nicht perfekt, aber es reicht. Alter, oh, oh, Alter, sterb, Drecks, töte. Was ist das für ein Bug? Fuck! Scheiße! Ich muss laden. Hat man ja gesehen, dass das ein Bug war. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ach, automatisch speichern, da. Das wollte ich. Also im Moment laufe ich durch schwarze nichts. Ich sehe absolut nicht viel. Hundi. Wo komme ich zurück? Da ist eine Karte. Wo bin ich? Da. Jetzt. Noch da. Rechts und dann bin ich da, wenn es richtig ist. Ja. Ja, ich hab's geschafft. 1371. Wo ist das Schaltteil? Da. 1371. Aus dem Abschnitt bin ich raus. Und deswegen sage ich auch für heute bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.